Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einem neuen Baustellentagebuch. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder hier mit dieser nicht sehr gut positionierten Facecam. So ist es, glaube ich, ein Schnuff besser. Und es geht weiter auf der großen Erdbaubaustelle an dem Altenheim in Saarbrücken. Genau. Ich möchte erstmal mit guten Nachrichten anfangen. Ich habe eine Lösung für unser Soundproblem gefunden. Die steckt hier in dieser kleinen unscheinbaren Schachtel. Ich habe nämlich ein Ansteckmikrofon gefunden, das wirklich klarkommt mit dem Ton und dem Sound beim Baggern. Das macht mich sehr glücklich. Aber trotzdem wollte ich dieses Video noch einmal so machen, denn ich möchte gerne endlich auf ein paar Kommentare von euch eingehen. Deshalb nur ganz kurz zur Baustelle. Wir werden heute einen Weg ausschachten, einen kleinen Bodenaustausch unter diesem Fußgängerweg machen und vorschottern, dass die Kollegen dann später ohne Probleme Randsteine setzen können. Das ist so ein bisschen unsere Mission. Und das lasse ich einfach im Hintergrund laufen. Und vorrangig geht es mir aber wirklich ein bisschen drum, mal ein paar Sachen beantworten zu können. So, und da habe ich mir hier eine kleine Liste aufgemacht, Sekündchen, mit Kommentaren. Fangen wir direkt beim nächsten Video, beim letzten Video meine ich natürlich an, mit dem guten Stefan. Der schreibt erstmal, ja, grüß dich erstmal, das mit dem Ton ist doch kein Problem. Weiter so, wirst immer besser. Also ich werde die Kommentare jetzt stark kürzen, die so lang sind. Ich bin sehr, 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 sehr froh, wenn ihr so lange Kommentare schreibt. Ich lese mir das super gern durch. Ich antworte ja auch immer auf alles oder versuche es zumindest. Auch auf diesen Kommentar hatte ich schon geantwortet, deshalb nur, ich möchte nicht unhöflich sein. Ich kürze das nur ein bisschen auf das Relevante, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall am Ende dieses Kommentars steht: Man sieht ja in manchen Videos, dass du ab und zu größeres Geschütz zumietest. Kommt da vielleicht mal was? 920 Kompakt, 926 Kompakt oder dergleichen. Das richtige Zugpferd ist ja da. Dazu folgendes. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich bin bei Liebherr nicht hundertprozentig bewandert. Ich glaube 920, 926 sind beides keine Mobilbagger. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, das sind beides Kettenbagger. Es geht bei uns tatsächlich die Überlegung herum oder die feste Absicht herum, dass wir im Laufe des nächsten Jahres einen Mobilbagger bekommen. Wir bekommen jetzt ja noch einen neuen Minibagger, einen 2-Tonner, weil wir unseren Hitachi ja verkauft haben. An größeren Kettenbagger ist erstmal nichts in Planung, denn das würde bei uns ein bisschen jetzt die Möglichkeiten überreizen, weil ich es auch einfach nicht, auch wenn es im Moment, sag ich mal, wachstumsmäßig gut läuft, nicht komplett überreißen will. Und ich sag mal, ein Mobilbagger ist immer leichter unterzukriegen als ein Kettenbagger. Kann man jetzt mal so sagen, auch in der Sicht zur Vermietung mit Fahrer oder dergleichen. Genau. Aber um das rund zu machen, größerer Bagger ist in Planung für nächstes Jahr, allerdings zu 90% Mobilbagger. Genau. So, vielleicht noch so viel dazu. In der engen Auswahl steht da im Moment ein Komatsu PW 160 und ein Volvo EWR 150. Das sind eigentlich die einzigen Bagger. Also bei Liebherr hatte ich auch geguckt. Liebherr, super, super geile Marke, ne? Aber ist erstens bei uns kein Händler in der Nähe, was ich immer blöd finde. Und zweitens, ich weiß nicht, ist Geschmackssache und da ist bin ich mehr bei Volvo oder so. Nochmal zu der Baustelle von Frank Wacker. Was machst du mit der Grasnarbe? Nochmal auf den Haufen oder auf die Deponie? Die Grasnarbe an sich, die kam einfach jetzt auf den Haufen. Was dann passiert, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da der Subunternehmer vom Subunternehmer. Also da kann ich leider planungstechnisch nicht so wirklich viel zu sagen. Erstmal ist das Ganze jetzt ein Haufwerk. Dann schauen wir hier mal weiter durch. Wie gesagt, ich habe hier jetzt vorher nichts großartig markiert. Darauf hatte ich schon mal geantwortet.
Genau. Hier nochmal LKW-mäßig was. Das schreibt Timo D. Bei Baustellen, wo wir wenig Platz haben, sind Dreiachser mit Anhänger perfekt, um verschiedene Materialien gleichzeitig anzuliefern. Das ist richtig. Das habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen. Eure ganzen LKW-Kommentare bei der ganzen LKW-Geschichte habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen. Deshalb haben wir auch jetzt einen Dreiachser. Wir haben auch jetzt einen, ich sag mal, eigenen Dreiachser, der auf Mietkauf bei uns läuft. Das ist nicht der schwarze Mercedes, den wir letztens noch hatten. Das ist ein anderer. Ob ich euch den mal zeigen sollte? Ich habe da ein cooles Video, ey. Das ist halt im Hochformat. Aber ist ja eigentlich egal, ne? Ja, wisst ihr was? Wir pausieren das hier kurz. Und ich zeige euch mal unseren neuen LKW. So viel dazu, dann habt ihr das jetzt auch mal einmal gesehen. Genau, wunderschöner neuer LKW, MAN. Ich bin ein riesen MAN-Fan, unsere Fahrerin, die Nicola, ist auch ein riesen MAN-Fan. Und diesen LKW, da muss ich wieder eine riesen Empfehlung aussprechen, haben wir von der Firma Traxorent. Ich werde das hier einmal kurz einblenden, falls ihr mal einen LKW braucht. Nicht nur auf dem Bau, die vermieten auch Sättel, Auflieger, 7,5 Tonner, keine Ahnung was. Sehr, sehr viel an Nutzfahrzeugen. Ist eine unglaublich charmante, ich will nicht sagen klein, aber keine so riesige Firma, aber unglaubliche Qualität, sehr, sehr gute Preise, sehr kompetente Mitarbeiter. Findet man leider nicht mehr so oft. Für die fahren wir auch sehr weit. Die sind ein gutes Stück von uns weg. Ich will ja auch jetzt nicht wieder eine halbe Stunde drüber quatschen, aber sehr, sehr empfehlenswert. Dann gleich zum nächsten Kommentar. Jonas Rietz hat mal gefragt vor einem Monat, falls es mal eine Frage-Antwort-Runde geben sollte, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich für die Selbstständigkeit entschieden hast und wo hast du deine ersten Aufträge gefunden? Selbstständigkeit, muss ich ein bisschen ausholen, jetzt leider. Ich habe eine Ausbildung als Baumaschinenmechatroniker gemacht und hatte schon länger nebenher auf dem Bau halt gearbeitet, hatte schon immer ein gutes Händchen für Maschinen und wollte mir dann während meiner Ausbildung was nebenher verdienen. Dann habe ich mit viel Unterstützung auch meiner Eltern einen Minibagger finanzierten uralten, ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt 15, 16 Jahre alt, irgendwie 2800 Betriebsstunden, wirklich ein billiges kleines Schrippchen, diesen Hitachi ZX16 finanziert und auch viel dran selber gemacht und habe dann damit angefangen, ja, kleine Einfahrten auszuschachten und so weiter und so fort. Ich sag jetzt mal nach meiner Ausbildung, das war auch alles ein bisschen kompliziert, weil ich mich nie in einem Angestelltenverhältnis so wirklich wohlgefühlt habe, habe ich nach meiner Ausbildung, ohne viel zu überlegen, hatte ich ja sowieso das Nebengewerbe und bin da voll reingestartet. Also Nebenerwerb kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, um erstmal grundlegend zu lernen, was es heißt, selbstständig zu sein, ein bisschen mit dem ganzen Buchhaltungskram und so in Verbindung zu kommen und sich halt natürlich auch ein bisschen Aufträge zu suchen. Genau, und da habe ich die ganze Zeit eBay Kleinanzeigen. eBay, ich sag euch, eBay Kleinanzeigen ist der Shit. Wenn ihr euch selbstständig macht, es ist kein Witz, es klingt saudumm, aber von dort hole ich auch heute noch relativ viel, also heute vielleicht noch 15, 20%, damals eigentlich alles über eBay Kleinanzeigen. Das ist eure beste Chance. Da findet euch jeder, viele, die was Kleines suchen, weil ich sag mal, ihr startet ja nicht in die Selbstständigkeit oder wenn ihr es so macht,
wie ich das präferiert habe, und zwar ohne großartig Schulden oder irgendwas, einfach irgendwo starten, wo man sich selber leisten kann, wo man selber das Geld hat, Baustellen vorzufinanzieren. Das heißt, ein paar kleine Pools ausschachten, ein paar Einfahrten ausschachten, vielleicht mal eine klitzekleine Trockenlegung aufmachen oder so. So habe ich mich da halt rangetastet. Und sowas suchen die Leute krass viel über eBay Kleinanzeigen. Klar, wenn ihr euch jetzt selbstständig macht und wollt Hochhäuser abreißen, dann ist es natürlich nichts, ne? Aber ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Und dann ist es ganz einfach so, ich muss dazu sagen, die Selbstständigkeit, die ersten 2 Jahre hat sich nicht gelohnt. Also auch als wir dann den B7 bekommen haben und so, da ging das langsam los, dass ich gesagt habe, okay, dass ich mal ein kleines bisschen mehr finanzielle Freiheit genießen konnte, als jetzt jemand, der irgendwie einen normalen 9-to-5-Job hat. Also ihr müsst wirklich, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, man muss einfach psychisch gemacht sein, weil dieser ganze Stress und das alles, was man sich da antut, das muss einen einfach unglaublich glücklich machen. Du kannst dich meiner Meinung nach nicht selbstständig machen, zumindest nicht auf dem Bau, als hier so kleine Firma, die irgendwie ein bisschen was werden will, wenn du sagst, du machst das jetzt irgendwie nur fürs Geld oder so. Ja, und ansonsten ist es immer gut, finde ich, das früh im Leben zu machen, wie bei mir, wenn man noch keine so krassen Verpflichtungen hat. Und dann ist die Entscheidung auch relativ leicht, wenn man als Angestellter, egal was man macht, einfach nicht glücklich wird und irgendwie schon im Nebenerwerb was hat, was halbwegs gut läuft und dann auch eigentlich nicht viel zu verlieren hat, dann ist die Entscheidung relativ leicht. Also mir ist sie damals sehr, sehr leicht gefallen, aber ich bin auch so ein Typ. Ich mach dann halt, wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe und auch mein Verstand mir sagt, ich denke das durch, klar, da gibt es Probleme, klar, da gibt es Sachen, die schief gehen können, aber es könnte halt auch sehr, sehr gut sein, dass es funktioniert. Und wenn ich das Risiko halbwegs als akzeptabel einschätze, ja, dann mache ich es halt, ne? ja, einfach so. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ja, dann habe ich viele, viele Kommentare mit Fragen zum B7 und zum Laserempfänger. Und da, das Video ist schon rum, sehe ich gerade. Und da ein paar letzte Worte. Wird definitiv das nächste Video eine Maschinenvorstellung sein. Mit neuem Sound. Jetzt kann ich das endlich mal richtig umsetzen. Und da hoffe ich, dass ich diese Kommentare alle beantwortet bekomme. Und ich denke, die nächsten Wochen machen wir sowas hier. Mal nochmal, also wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen oder Verbesserungsvorschläge oder auch Tipps für die Videos, für die Firma, für keine Ahnung was habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin immer sehr, sehr willens, dazu zu lernen. Und dann, bis zum nächsten Mal.